Hallihallo, meine lieben Sammys. Anfang des Jahres habe ich mein erstes Diorama zusammengestellt. Vivaldi und die vier Jahreszeiten begleitet ein kleines Pony durch alle Jahreszeiten hindurch. Dafür mussten vier Platten entsprechend dekoriert werden. Und wie ich dabei vorgegangen bin, möchte ich dir heute zeigen. Warnung vorweg, der Sauereigrad liegt bei dieser Arbeit bei 4 von 5 Semipfoten. Also decke deine Arbeitsfläche gut mit Zeitungspapier ab. Zuerst brauchst du für dein Diorama eine geeignete Holzplatte. Am besten eine, die geschichtet ist. Das heißt, dass die Holzfasern der verschiedenen Ebenen in unterschiedliche Richtungen laufen. So vermeidest du, dass das Holz sich verbiegt. Die Platte kannst du dir im Baumarkt auch gleich auf das gewünschte Format zusägen lassen. Du schleifst nun die Kanten ab, damit alles schön und glatt ist und du dir beim Weiterarbeiten keinen Spreisel holst. Bist du damit fertig, klebst du die Ränder der Platte mit Panzertape oder einem anderen Klebeband ab, das sehr gut haftet. So erhältst du eine kleine Schale, die du für den nächsten Arbeitsschritt benötigst. Du mischst dir nun also eine Masse an, die schnell härtet und trotzdem gut formbar ist. Für diesen Zweck habe ich hier Gips gewählt. Dieser muss im Verhältnis 2:3 angemischt werden, um optimale Bedingungen zum Abbinden zu garantieren. Das heißt, wir brauchen auf 3 Becher Gips 2 Becher Wasser. Dann rührst du die Masse, bis keine Klumpen mehr darin sind. Aber beeil dich, Gips braucht nicht sehr lange, bis er abbindet. Daher gießt du nach dem Rühren so schnell es geht die Masse in deine Formen und streichst alles bis in die Ecken. Du kannst jetzt außerdem die Masse so herumstreichen, dass du kleine Hügel und Täler in die Masse hineinmatschen kannst. Misch dir lieber etwas weniger an, als du brauchst. Du kannst jederzeit neuen Gips nachgießen, aber wenn er erstmal fest geworden ist, kannst du ihn nicht mehr benutzen. Du wartest nun, bis alles fertig ist. Am besten lässt du es einfach über Nacht liegen. Wichtig: Das Aushärten von Gips ist eine chemische Reaktion und kann nicht durch Föhnen oder auf die Heizung stellen beschleunigt werden. Der Gips wird nach einer Weile von ganz alleine sehr warm. Leg ruhig einmal die Hand darauf. Sobald alles fest ist, löst du das Klebeband und arbeitest die Kanten der Platten nach, die durchaus beim Klebeband manchmal etwas schief sein können. Aber die Natur ist schließlich auch nicht perfekt. Gips kannst du sowohl mit dem Cutter schneiden, als auch mit Schleifpapier nacharbeiten. Das ist das Praktische an der ganzen Sache. Achte nur darauf, dass du eine gute Schneideunterlage verwendest, denn wenn das Messer abrutscht, kann es schnell mal passieren, dass es im Schreibtisch stecken bleibt. Und nun kannst du mit dem Dekorieren beginnen. Ich habe hier meine Frühlingsplatte gemacht, die zu einer hübschen Blumenwiese werden sollte. Dazu habe ich die Platte mit einem dunklen Erdbraun angepinselt. Dazu benutze ich die Hobbymatt Acrylfarbe von Kreuel im Farbton Schokolade. Mit dieser Farbe gehst du so lange über die Platte, bis sie komplett deckt. Mach dir keine Gedanken wegen Rissen. Die kannst du einfach mit der Farbe überpinseln. Man wird sie später nicht mehr sehen. Sobald alles bemalt ist, geht es ans Dekorieren. Du sprühst nun die Platte mit etwas Sprühkleber ein und siebst das Streugras mit einem extra Sieb zu diesem Zweck oder einer speziellen Streugrasflasche auf die Oberfläche, bis alles gleichmäßig bedeckt ist. Come on.
Zusätzlich zum kurzen Streugras habe ich noch etwas längeres, kinetisches Streugras, das sich durch Reibungsladung selbst aufrichtet. Dieses setze ich an den Rand für einen etwas realistischeren Look und damit es aussieht wie eine ungemähte Frühlingswiese. Dem Gras auch durch etwas feine Holzstreu einen noch realistischeren Look verpassen. Dadurch kommt mehr Schattierung in die Oberfläche und lässt alles nicht ganz so sauber aussehen, als ob Pferde mit ihren Hufen Schmutz auf der Weide aufgewühlt haben. Nun kannst du auch noch Blumen und Steine auf die Oberfläche aufbringen. Ich habe hier alles aus dem Modellbaubedarf, aber gerade Steine oder Holz kann man ganz leicht auch in der Natur finden. Kamera nicht aufgenommen, wie ich den Fluss gemacht habe. Dazu habe ich etwas feinen Kies auf die Platte geklebt, ihn mit brauner Farbe übermalt und dann mit sehr stark verdünnter schwarzer Acrylfarbe mehrfach über das getrocknete Braun gepinselt. Am Ende habe ich alles mit durchsichtigem Glarlack versiegelt, dass es aussieht wie ein kleiner, welliger Fluss. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Tutorial helfen. Viel Spaß beim Nachbasteln! Haltet die Ohren steif! Pfötchen!